Hallo, vielleicht hast du dich ja schon mal gefragt, warum der Windschuhstand so seltsam oder merkwürdig aussieht. Dazu heute mehr. Dieser Stand wird häufig mit der Abkürzung IRAS bezeichnet. Das steht für Inverse Rotation Adduction Stance. Das ist jetzt sehr technisch. Der eigentliche Name, chinesische Name, hat damit nichts zu tun, der ist ganz anders. Ist sehr, sehr schwierig auszusprechen, schwer zu merken, heißt Ichi Kim Yong Ma. Ja, sehr unverständlich. Das Interessante ist, das Ganze wird nicht viel verständlicher, wenn wir es übersetzen. Ichi Kim Yong Ma bedeutet so viel wie Schriftzeichen 2, Ziege, Pferd. Ja, also wie gesagt, es wird jetzt nicht viel klarer, was das Ganze heißt. Aber natürlich hat es einen Sinn, warum das Ganze diesen Namen trägt. Schriftzeichen 2 im Chinesischen ist ein kurzer Strich über einem längeren Strich. Und würde ich jetzt in dieser Standposition von oben meine Füße betrachten, könnte ich mir vorstellen, Verbindungslinie zwischen meinen Zehen, kurzer Strich, Verbindungslinie zwischen den Fersen, längerer Strich. Das heißt, von oben betrachtet sieht das Ganze aus wie das chinesische Schriftzeichen 2. Das heißt, das besagt einmal, wie der Stand auszusehen hat. Ja? Dann Ziege, wobei das ist nicht so klar, manche sagen auch, dass Schaf gemeint ist, im Chinesischen wird zwischen Ziege und Schaf nicht unterschieden, hat folgende Bedeutung. Wenn man jetzt die Erklärung der Ziege hernimmt, da gibt es diese Erklärung, dass eine Ziege oder Ziegen in der Brumpfzeit, wenn die männlichen Ziegenböcke gegeneinander kämpfen, dann springen die sich wirklich, habt ihr schon mal beobachtet, hier mit Kopf an Kopf einfach an, mit ganz viel Vorwärtskraft. Und die Idee ist jetzt die, wenn ich in diesem Stand bin, dass ich hier meine ganze Energie so nach vor bündel, wie eben der Ziegenbock, der so quasi im Begriff ist, nach vor zu springen. Also in gewisser Weise beschreibt das eben die Energie, die jetzt sozusagen dieser Stand haben soll. Wir haben die Beschreibung, wie er aussehen soll, und wir haben die Beschreibung, wie sich diese Energie anfühlen soll. Die andere Erklärung mit dem Schaf würde eher darauf hindeuten, wenn man ein Schaf versucht zu scheren und sozusagen ich klemme es hier mit meinen Beinen fest, brauche ich sehr gute Beinspannung, um das Schaf festzuhalten, damit ich dann in die Wolle abscheren kann und das Schaf nicht wegläuft. Ja? Also das würde auch stimmen, dass wir eben hier diese ganz, ganz starke Beinspannung brauchen. Und dann das letzte, Pferd, wieso Pferd? Pferd, Ma, also es gibt generell ja diesen bekannten Pferdestand im chinesischen Kampfkünsten, aber allgemein wird Pferd oft als Abkürzung für Stände benutzt. Also oft spricht man vom Pferd, meint eigentlich Stand. Also macht dieser Name dann doch Sinn, sieht aus wie das Schriftzeichen 2, Energie eines vorwärts springenden Ziegenbockes oder eben die Beinspannung, wie wenn ich ein Schaf festhalten möchte. Und das Ganze ist eben eine Standposition. Gut, aber warum sieht dieser Stand jetzt so aus? Warum haben wir hier diese Haltung? Wenn wir das Prinzip verstanden haben von unseren Armen, dann gibt es ja hier dieses Zentrallinienprinzip. Dazu gibt es von mir ein Video, das ich sehr empfehlen kann. Aber letztlich bedeutet das, alle Kraft geht auf eine Linie, auf einen Punkt hin und meine Arme bilden dadurch dann letztlich so wie ein Dreieck. Und dieses Dreieck wird jetzt auch von meinen Beinen nachempfunden. Wir haben eine Verbindung zwischen Ellbogen und Knie. Ja, hier muss eine Einheit bestehen. Und wenn es sozusagen wir eben mit den Armen dieses Dreieck bilden, müssen wir es mit den Beinen auch bilden. Würden unsere Arme anders agieren, würden wir hier breiter mit den Armen agieren, dann wäre auch der Stand breiter. Dann würde das Sinn machen. Dann würden wir hier stehen und hier schlagen. Aber nachdem eben unsere Ellbögen hier nach innen gehen, Ellbogen über dem Knie, brauchen wir eigentlich nötigenfalls eben diese Haltung, um diese gute Verbindung herzustellen. Also um auf dieser Zentrallinie möglichst große Kraft generieren zu können, beziehungsweise möglichst gut Druck standhalten zu können, ist es notwendig, damit unser Körper eben eine entsprechende Körpereinheit bildet, dass eben unsere Beine auch diese Idee der Zentrallinie nachempfinden. Also dieser Stand ist eigentlich nur verständlich, wenn wir das Grundprinzip von den Armen her verstehen. Das nächste, was hier sehr spannend ist, was hier eigentlich passiert. Wir haben auf der einen Seite offensichtlich hier so eine Rotation nach innen,
Aber nicht nur. Würden wir nur nach innen rotieren, würde Folgendes passieren, dass wir so ein bisschen hier wegkippen. Ja? In Wahrheit muss ich eigentlich zunächst, um mich hier zu begradigen und in diese Position zu bringen, meine Hüfte öffnen. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine Rotation nach außen, die mir wirklich hier mich aufrichtet, Hüftgelenk öffnet. Und dann gibt es eben diese Gegenrotation nach innen. Das heißt, wir haben eine Rotation nach außen und nach innen. Und genau deswegen wird das auch besonders stabil, weil wir eben sozusagen diese gegenläufige Rotation haben. Dadurch findet muskulär so eine Art Verdichtung statt, die in manchen Bewegungslehren als Narrowing bezeichnet wird, die eben dazu beiträgt, dass dieser Stand noch einmal ganz viel stabiler wird und wir hier eben wirklich gut stehen können. Auch daraus erklärt sich diese Haltung. Also das ist eben gar nicht leicht herzustellen, ist für den Psoasmuskel eine große Herausforderung, eben Rotation nach außen, Rotation nach innen gleichzeitig und dann absinken in diese Position, gleichzeitig Aufrichtung der Wirbelsäule, energetisch des Zentralkanals, das ist sozusagen jetzt hier ein ganz wichtiger Aspekt für diesen Stand, dass das alles verbunden wird. Und wenn wir das eben alles zusammenbringen, haben wir hier unten eben eine gute Beinspannung, einen sehr stabilen Stand, können oben relativ locker agieren und haben eben, wie anfangs erklärt, unsere Körperstruktur so eingerichtet, dass Arme und Beine hier optimal zusammenspielen. Ein letzter Grund für diesen Stand ist, er ist in gewisser Weise ein sehr guter Kompromiss. Ich stehe sehr stabil, wenn ich so stehe. Trotzdem bin ich aber, wenn ich möchte, sehr schnell auch in anderen Positionen. Der Stand ist neutral. Ich habe, anders als in einer Vorwärtsstandposition, mich noch nicht auf eine Seite festgelegt. Das heißt, ich könnte eben aus dieser Position heraus schnell drehen, zur Seite mich bewegen, schräg nach vorne, schräg zurück, wohin auch immer ich möchte. Ich kann rauskicken, mich bewegen. Das heißt, ich kann aus einem sehr stabilen Stand auch sehr, sehr schnell alles entwickeln. Ja? Das sind eben jetzt so die Gründe. Der Grundstand schon ist in unserer ersten Form Psyllium Dao. Eben auch da gibt es von mir ein Video dazu, haben wir die ganze Zeit nur diesen Stand, um den eben entsprechend zu lernen. Ja, so viel eben zu dem Wing Chun Stand. Hast du generell Interesse an Wing Chun, wirst du in meinem Kanal noch ganz, ganz, ganz viele andere Videos über Wing Chun finden. Vielleicht hast du ja Lust, meinen Kanal zu abonnieren, dann sehen wir uns sicher bald beim anderen Video wieder.